Hallo Freunde, Servus und herzlich willkommen hier zurück und Dankeschön fürs Einschalten. Wir schauen uns heute gemeinsam wieder eine Mod an, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, hat verschiedene Gründe. Die, die den Vlog schon gesehen haben, die werden es wissen warum. Und jetzt sind wir zurück mit dem Sägemehl-Mod, so das Mod, wem es Englisch lieber ist. Wir fahren jetzt hier zum Forst bzw. zu meinen Testbäumen und schauen uns an, okay, was wird hier passieren durch diesen Mod. Es ist ein wahnsinnig kleiner Skript, der irrsinnig süß klein ist, 16kb klein, das ist wirklich gering. Das Ganze ist verfügbar auf Mod Hub und das Ganze bietet eine feine Geschichte, die im Forst jetzt nicht 100% realistisch ist. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, wer Realismus sucht, der ist sowieso beim LS irgendwie falsch. Aber es ist ja auch gar nicht so wichtig, dass wir hier 100% realistisch spielen, sondern es ist hier wichtiger, dass wir Spaß haben bei dem Spiel, was wir spielen. Und man kann es hier sogar schon erkennen, für alle, die den Mod noch nicht kennen sollten. Ja, was macht er? Man sieht, er hat ein neues Abfallprodukt geschaffen, nämlich die Hackschnitzel. Die entstehen, wenn wir hier im Forst arbeiten. Das ist natürlich so, wenn man im echten Leben im Forst arbeitet. Natürlich staubt es, natürlich hat man überall die Sägespäne herumfliegen, aber es ist trotzdem schon relativ souverän gemacht, weil ich doch gerne mal als Abfallprodukt dann, wenn ich lustig bin, gerne diese Hackschnitzel, ich meine in dem Fall sind es Hackschnitzel, Sägemehl, ja, aber es sind in dem Fall Hackschnitzel, weil Sägemehl gibt es im LS 17 nicht, die können wir noch uns getan und erarbeitet dann wieder einsammeln, was ziemlich lässig ist, weil das die Komponente Forst um eine spannende Geschichte nur erweitert. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, nicht nur jetzt mit Harvester, wenn wir arbeiten, es funktioniert auch mit der Stufenfräse, es funktioniert auch hier mit der Kettensäge, es funktioniert quasi mit allen Geräten, die irgendwie am Baum zerteilen, einen Ast zerschneiden oder ähnliches. Also es ist schon ziemlich cool gemacht. Ich kann euch das gerne demonstrieren. Wenn ich hier, ich versuche es zumindest, dass ich hier noch etwas zerschneide. Man sieht schon, es ist schon mal nicht so wenig, also was hier liegt, ein Baum geschnitten. Ich kann es leider Gottes gerade nicht sehen, wie viel das ist. Aber ich könnte hier theoretisch, warte, probieren wir das nur mal, zack. Könnt hier theoretisch, das ist die Geschichte, hier noch ein bisschen weiter schneiden. Ich meine, da staubt sie blöd, das ist logisch. Aber man sieht, es bildet sich hier ein weiterer Haufen. Das ist so ähnlich wie dieses überall abkippen Zeug. Also das kann man auch quasi überall machen, entweder auf der Straße oder in der Nähe vom Forst oder im Forst selber, ist ganz egal. In Wirklichkeit ist es eine weitere Einnahmequelle, die wir hier schaffen, weil wir ja nicht nur zerschneiden, sondern auch dieses Abfallprodukt aufsammeln. Möchte euch ganz kurz in der Relation zeigen, das möchte ich eigentlich ganz kurz, weil es mich selber gerade noch interessiert. Ich kaufe mir hier den Liebherr, ich kaufe mir hier nur die Schaufel dazu und ich möchte wissen, wie viel das jetzt ungefähr ist. Und dann würde ich sagen, war es das gewesen. Dann schauen wir nochmal kurz in die Log. Was, können wir so rein? Ja, auf jeden Fall. Geht natürlich. Und dann sehen wir, dass wir hier nicht nur einen Haufen erzeugt haben, das heißt nicht nur wegen der Optik, sondern natürlich, Freunde, das ist ja viel wichtiger, dass wir das Ganze noch einsammeln können und dementsprechend natürlich verkaufen. Also ist beides möglich. Ich nehme die Ladung und haue sie bei mir in meinen Abfüllbunker rein. Und dann werdet ihr sehen, dass dieser Säge, diese 16kb kleine Mod absolut genial ist. Also ich habe echt Spaß am Forst, ihr wisst es. Aber mit dieser kleinen Geschichte hat man dann dementsprechend schon nur, ja, nicht so wenig mehr Spaß. Also es ist dann schon heftig. Man sieht es hier, Freunde, ich meine, ich sammle jetzt das Holz ein, das ist vielleicht nicht so klug. Aber wenn man hier einfach mal dabei ist, das muss man halt nachher aussortieren. Im besten Fall bleiben dann einfach nur hier die Sägespäne, quasi die Hackschnitzel übrig. Das ist halt der beste Fall, im schlechtesten Fall, dann macht es so wie ich dann dort halt später aussortieren. Geht beides. Theoretisch könnte man es jetzt nochmal händisch sogar rausholen, das wissen wir. Und dann fahrt ihr rüber zur Heizanlage, zur Hackschnitzel. Markschnitzel-Kraftwerk und dann werdet ihr sehen, Freunde, ihr habt hier ein wunderbares Nebenprodukt geschaffen und dieses wunderbare Nebenprodukt ist dann eine weitere, wie gesagt, Einnahmequelle für euer Forstprojekt oder was auch immer. So, ich habe jetzt das Holz schon mal abgeladen, das war natürlich sehr klug und ihr seht es, hier geht das Ganze noch rein und wird zu Geld. So
einfach kann es gehen, so schön kann es ausschauen und so super kann es funktionieren. Das ist alles hier gegeben bei dem Sodust Mod vom FC Elsa. Okay, dann haben wir das auch uns angesehen. Ich bedanke mich echt recht herzlich fürs Zusehen, für euer Interesse. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit einer neuen Mod-Vorstellung im LS17. Bis dann, Freunde. Tschüss.